Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch eine riesengroße Phalaenopsis. Richtig schick. Das ist Phalaenopsis Yaphon in Taiwan. Sie hat Gigantea in sich. Und heute zeige ich euch, wie groß so eine Gigantea-Hybride werden kann. Das ist ihr Blütentrieb. Mit wunderschönen Blüten, richtig toller Duft. Und hier ist die Pflanze. Ja, man sieht, wie riesig die ist. Hier meine Hand dazu. Richtig schöne Blätter. Eine richtig tolle Gigantea-Hybride. Ich finde die Blüten toll, vor allem, dass die so runterhängen wie bei einer, also wie bei der Gigantea. Also da hat sie viel von mitgenommen. Richtig schick. Eine habe ich leider abgebrochen beim Transport. Ja. Sie duftet auch wunderschön. Sehr empfehlenswert für Leute, die viel Platz haben. Also die nimmt bei mir einen Platz ein für drei und die muss auch hoch stehen, also in einem hohen Topf oder halt Topf auf Topf, weil die Blätter so richtig runterhängen. Sie hat aber noch hinten die alten Blütentriebe. Da blüht sie auch. Also nicht abschneiden, die Giga, also bei den Giga-Hybriden, die Blütentriebe bitte nicht abschneiden. Die blühen da drauf noch weiter da dran und ja, dann hat man so eine schöne Show. Leider hat sie die auf der anderen Seite, kann ich schlecht zeigen, aber im Großen und Ganzen ist sie schon ein Hingucker. Und ja, ich bewundere die immer, auch ohne Blüten, richtiger Hingucker durch die tollen Blätter. Die sind so richtig glänzend. Oder dass man was macht. Je älter die werden, werden sie so weißlich, kriegen so einen Belag. Das ist ganz normal für die Gigablätter. Also Gigantea-Hybride. Zumindest diese hat viel davon mitgenommen. Und ja, wie gesagt, toller Hingucker, wollte ich euch nicht vorenthalten. Leider kann man den Duft nicht rüberbringen, aber der Anblick ist schon auch ein Augenschmaus. Und sie ist total anspruchslos, also die steht bei mir einfach vor, in so einem, ja, etwas weiter weg vom Fenster, die mag nicht so viel Licht. Ja, und wächst vor sich hin. Und blüht meistens im Winter. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.